So, Axel Gear, der Boss bei Rocket Knight, bei dem wir gerade sind. Nachdem wir der tödlichen Lavawand entkommen sind. Und letztes Mal haben wir ja tierisch von Axel aufs Maul bekommen, aber das lässt sich Sparkster nicht gefallen. Darum bekommt er auch direkt mal wieder einen Treffer ab. Und noch einen und noch einen und es fängt schon mal ganz großartig an. Das Problem ist halt, dass der Typ immer von mir wegläuft und ich nicht weiß, wie ich ihn gescheit treffen kann. Weil ich muss gar nichts machen, er verzieht sich einfach und den Treffen ist wirklich schwierig. Dazu kommt noch, dass seine Angriffe relativ mächtig sind. Aber jetzt habe ich ihn getroffen. Anscheinend weicht er nur einmal aus und dann lässt das gut sein. Der Laser ist nicht so gefährlich, da kommt nicht bis zu mir nach oben. Jetzt weiche ich das mal gleich wieder aus, aber ich treffe ihn. Yeah, es macht ja so wahnsinnig viel Schaden und es sandwicht er mich wieder mit seinen komischen Wolken hier. Scheiße, scheiße. Eieiei, jetzt komm, nimm das. Der Ball ist, glaube ich, noch das weniger Schlimmste hier. Das Doofste ist fast schon dieser Wolkenangriff. So, jetzt macht er ein bisschen was hier kaputt. Und jetzt macht er die Ping-Pong-Bälle. Mit dem kann ich noch abschießen. Aber dummerweise machen die, wenn sie mich treffen, ein ganzes Herz Schaden. Was echt vieles, na gut, auf dem Schwierigkeitsgrad macht ja fast alles einen Herzschaden. Was doch relativ kritisch ist. Na, weich nur aus, aber irgendwann kriege ich dich und dann ist Schluss. Treffen die? Nein, natürlich nicht. Natürlich treffen sie wieder mich. Natürlich hört mein Burst immer genau dann auf, wenn ich direkt vor einem dieser Bälle bin. Und so, wenn ich sie reflektiert habe, können sie mich auch noch verletzen. Das heißt, wenn ich wirklich durch so ein Ding durchburst, wie ich es gerade eben getan habe, dann bringt es mir rein gar nichts, weil ich dann direkt wieder reinfliege und Schaden bekomme. Das heißt, ich muss da wirklich chillen und warten. Oh Mann. Nur ein Herzchen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was machen wir nun mit dir? Gerade mal ein bisschen weniger als die Hälfte von seinem Leben abgezogen. So, wir warten ab. Und dann drehen wir uns und schlagen sie zurück, genau. So, was macht er jetzt? Das macht er den Laser. Dann chillen wir hier hinten auf unserer Erhöhung. Und dann kommt er wieder hier rüber, dann treffen wir ihn nicht, weil unser Burst oder ein Tick zu früh ausgelaufen ist und also man hätte also ein paar Frames Unverwundbarkeit hinzufügen können, direkt nach dem Auslaufen des Bursts. Man hätte ja nicht unbedingt machen müssen, dass ich Gegner treffen kann in dieser Phase, aber so ein paar unverwundbare Frames, so vielleicht 5, wären okay gewesen, dass man eben nicht direkt von etwas getroffen wird. Und was soll ich denn hier bitte schön machen, wenn er mich da in diesem Ding sandwicht? Oh nee, jetzt bist du wieder schräg weg. Nach oben sollst du, nicht schräg. Haha, oh nein, Ball. Ja. Oh Mann, ich komme nicht hoch. Oh, knappe Sache. Oh nein. Oh, na toll, das ist natürlich super, aber immerhin bekomme ich gleich wieder volle Energie, wenn ich jetzt dieses kleine Herz einsammle. Dummerweise komme ich hier nicht raus. Und mit einem geraden Burst nach oben werde ich das auch nicht tun. Aber jetzt sieht es besser aus. Jetzt gleich kommen wieder die kleinen Bälle normalerweise. Aber erstmal kommt meine Chance, ihn zu treffen hier. Oh, nee! So, die kleinen Bälle. Dann drehe ich mich wieder und hoffe, dass ich ihn treffe. Habe ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube nicht. So, erstes Ausweichen. Jetzt habe ich ihn wieder.
da habe ich ihn wieder. Und dann kommt sein Laser und das ist mir ziemlich egal jetzt, aber es war zu früh. Ich depp. So, tu was, Feind. Yeah, das war auch ganz erfolgreich. Nein. Ach nö. Ach nein. Bitte mach nicht den Laser. Sei so fair. Oh. Natürlich viel besser. Die Homing-Kugel, aber. Ja. Damn, damn, damn. Das ist mein Lieblingsangriff, der Ping-Pong-Ball. So, es hat noch mehr kaputt gemacht. Das heißt, weniger Stellen. Oh mein Gott, man fängt an, Laser zu schießen. An denen ich den lila gelenkten Kugeln ausweichen kann. Jetzt fängt hier dann rum zu stinken. Da oben gibt es voll fett Energie. Aber ich weiß nicht, wie ich da so weit hoch kann. Ich glaube, ich gar nicht bursten. Was mache ich da also? Erstmal gucken, dass ich überlebe, weil jetzt wird es doch relativ knapp. Das war jetzt wieder mal ungut. Vielleicht habe ich Glück, ich komme da raus. Nein, natürlich nicht. Oh, ich will nicht. Ich will da hoch und diese Energie haben, aber so kommt nicht. Oh, oh, und das war mal echt knapp. Knapper ging's nicht. Wie? Ah, der Laser von ihm. Ich krieg das große Kotzen mit diesem Boss. Und er hat halt, wenn... Noch so eine Sache. Wenn ich ihn treffe und er blinkt, dann kann er mir trotzdem Schaden machen. Das heißt, es ist echt schwer, einen Gegner zu treffen, weil die Reichweite von dem Schwert... ist auch nicht jetzt so groß. Das heißt, wenn ich auf ihn drauf springe, dann kann es halt sein, dass ich trotzdem Schaden bekomme. Das heißt, angreifen ist mit so wahnsinnig viel Risiko verbunden. Weil, wie gesagt, ich habe nach dem Burst keine unverwundbaren Frames und genauso wenig hat der einen passiven Frame, wenn ich ihn treffe. Oder zumindest eine sehr kurze Zeitspanne nur. Aber jetzt haben wir ihn immerhin wieder in Phase 2, in der er anfängt, die Bälle zu schießen irgendwann. Ich hoffe bald. Weil damit kann ich ihm einigermaßen Schaden machen, wenn sie geschickt kommen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Gut, ich habe mich nicht eingekesselt. Das ist immer schon so eine feine Sache. Oh nein, nein, oh, ich dachte, er macht die kleinen Bälle. Oh Mann. Doof, 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 doof. Ja, trefft ihn, los. Es ist so schwer, jetzt hier irgendwie das Zeug am Laufen zu halten, oder? So, Take 2 nach Freeze. 1, 2, 3. Da hat sich mein Aufnahmetool schon wieder aufgehängt. Ich konnte zum Glück die Aufnahme noch retten, also hier direkt weitermachen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Sonst spackt es eigentlich nie. Es hat schon seit den Dishwasher-Aufnahmen nicht mehr rumgespackt, aber irgendwie jetzt mag es nicht. Vielleicht, weil im Hintergrund noch so ein blödes Windows-Update läuft, das ich eigentlich gar nicht haben will, aber Microsoft zwingt einem das ja förmlich auf und... Oh, oh Gott, ich bin so gefangen. Gefällt mir nicht. Ich will hier raus. Oh ja, genau. Komm her, los. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und all deine Angriffe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, letzte Phase. Wie komme ich da hoch? Gar nichts anscheinend. Mann, Mann, Mann.
Ich kann ihm halt immer nur so wenig Schaden machen. Oh nein. Und diese Laserbeschuss. Und ich muss gleich hier einen Cut machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Teile ich eigentlich wirklich noch habe, wegen dem kurzen Verrecken des Aufnahmeprogramms. Aber wartet mal, ich mache jetzt hier kurzen Schnitt. Bis gleich.